So, einen wunderschönen guten Tag. Willkommen in einer neuen Woche mit Clanvolk in unserer kleinen überschaubaren Siedlung. So, hier liegen überall Klamotten rum, aber das ist okay. Wie gesagt, das wird hier eh unsere Unterkunft für Gäste später werden. So, irgendwas mit Ideen? Achso, die saubere Wolle, ja. Ich weiß immer noch nicht, wo die dreckige Wolle ist, tatsächlich. Also, ich sehe, dass das Schaf geschoren wurde. Aber ich weiß nicht, wo die Wolle ist. Ja, hier wird sie nicht sein. Nee, also wenn, dann ist die Wolle irgendwo hier. Haben wir denn noch irgendwo einen anderen Ablagerort? Wahrscheinlich nicht, ne? So, Händler, hat man den schon... Habe ich dem eine Henne verkauft? Nee. Bei 72, Steine, 680, nee. Flachsamen haben wir auch nicht mehr so viele. Ja, gut, dann lassen wir es. Wollte ich nicht irgendwas mit diesem Stein machen? Boah, jetzt müssen wir mal ganz kurz überlegen. Ich wollte doch bestimmt irgendwas mit diesem Stein machen. Boah, ich habe keine Ahnung. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Gut, wir machen erstmal weiter Eisenerz. So, der Berg ist auch tatsächlich irgendwann jetzt hier demnächst zu Ende. Ja gut, Hafermehl. Da sind wir immer noch abhängig von dem hier. Ja, können wir hier Geschwindigkeit erhöhen. Ansonsten machen wir heute die Schneiderei. Jetzt ist nur die Frage, wohin? Und wie groß die sein muss. Ich überlege gerade. Ich könnte die auch hier hinbauen. Weil wie gesagt, das hier wird eh Not- und also Gästebereich. Pass auf, wir bauen die hier hin. Wir machen diese aus... Felswände würden sich tatsächlich echt eignen. Weil wir jetzt ja Fels ganz entspannt auch farmen können. Und groß muss die auch nicht sein eigentlich. Ich mach die mal so. So, dann hier wird eine Tür. Machen wir eine Strohtür. Zehn Mulch. Pass auf, wir machen mal was aus Mulch. So, Kiesboden und ein Dach. Mal ein Holzdach. Weil wir brauchen dann wahrscheinlich eh nochmal ein bisschen Mulch. Achso, warte mal. Und Fenster müssen noch hin. Da machen wir jetzt aber hier Steinfenster. Komm, mal Holzfenster. Ja, ist egal. So. Gut. Ach, scheiße, das könnte fast zu klein sein. Die Sachen müssen rein. Na gut, Butterfass nicht, aber die Schlachtbank muss rein. Trockendings, Fellregal muss rein. Plus die Werkbank. Oh, das könnte schon fast wieder eng werden. Ich habe kein Lehm. Ach, stimmt. Und ich wollte das Dach ersetzen. Das machen wir definitiv auch. Wir machen hier ein Ziegeldach hin. Bevor das hier wieder anfängt zu brennen. Ah, jetzt habe ich aber wieder Aufgaben. 288. Okay, das ist viel. Aber kriegen wir hin. 9 Tage Essen. Super. Die Werkzeuge. Die würde ich gerne auch irgendwo unterstellen. Hm. Heu. Ja, okay. Ach ja, stimmt, weil ich die Dinger gedüngt habe. Und die Bäume sind auch noch im Wachsen. Okay.
60%. Na? 49. Also es macht tatsächlich echt einen Unterschied. So, haben wir denn noch irgendwo Baumstümpfer? Nee? Haben wir echt alle Baumstümpfe weggehauen? Sieht so aus, ne? Ich meine, hier haben wir ja wieder fleißig angebaut. Wir können auch noch mal ein bisschen Holz sammeln. Bäume fällen. Ja, komm, machen wir die Ecke hier leer. So, Ressourcen sind hier nicht drin. Ich suche immer noch Gold. Guck mal. Nehmen wir das? Goldader. Also ist nur eine, aber besser als gar nicht. Ja, und da sehe ich auch wieder nix. Ich frage mich, ob man später Erze farmen kann. Da bin ich mir tatsächlich nicht so ganz sicher. Ja, erstmal hier wieder nach unten gehen. Wo steckt man denn eigentlich gerade? Hier sind wir durch. Butter. Dafür brauche ich einmal Milch. Gut, kann ich noch nicht machen. Was ist das hier eigentlich? Ach, Flachsfasern, stimmt. Aber dafür brauchen wir ja erstmal den... Oh Gott, was war das? Hier, Flachsverarbeiter. Den brauchen wir. Ja, saubere Wolle. Wollwaschstation. Ja, das muss theoretisch auch hier rein. Oh Gott, das Ding ist viel zu klein. Flachsfasern, saubere Wolle. Ein Entfleischer und Blöße. Ach du Scheiße. Oh, wir sind übrigens wirklich bald am Ende. Oh, krass. Okay, wir können nicht mehr viel bauen. Heftig. Ah, ich hätte übrigens den Brunnen auch mal nach hier oben setzen müssen. Damit der Wasservorrat... Obwohl, der steht ja eh hier rum, ne? Das Kruglager. Naja, egal. Passt schon. Sag, was macht denn der Bulli hier? Habe ich die Kuh gekauft? Nee. Doch, ich habe die Kuh gekauft. Krass. Haben wir denn einen Milcheimer? Warte mal, macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn ich hier gucke. Oh Gott, wo war der Milcheimer? Also Schüsseln haben wir schon mal 10. Wo konnte man den Milcheimer herstellen? Hier. Ja, wir haben 2. Es ist so unübersichtlich. Es ist so unübersichtlich, Dungkorb. Dungbeutel. Ich muss übrigens nochmal hier so eine Dungablage bauen. Also nicht Dungablage, Dungbeutel, hier. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal einen dritten setzen. Weil hier liegt schon wieder so viel Scheiße rum. Nachttöpfe. Alter, wir haben auch so viele Nachttöpfe. Werden die hier gar nicht mehr benutzt? Nachttopf, 0 von 1. Sauberkeit minus 50 die Sekunde, Toilette 1000. Okay, Toilette ist hier ein bisschen schneller. So, wer nennt jetzt hier die Nachttöpfe eingesetzt? Das geht hier übrigens auch gar nicht voran, ne? Transport, Landwirtschaft, naja gut, es geht eigentlich. Ja, bauen sind halt schon 174 wieder. That's a big problem. Oh Mann, ey, könnt ihr euch mal bitte fortpflanzen? Schwanger. Sie ist schwanger. Oh, geil. Ich habe nichts gesagt.
Great. Freigeschaltet Butter. Ah, weil ich Milch geerntet habe. Und ich habe keine Idee, wo schon wieder die Milch ist. Oh, 7? Okay, krass, warum? Erze sehr gerne. Baby, erwachsen, erwachsen, erwachsen. Tja, machen wir die nächste Generation, würde ich sagen, wa? Ja. Ich glaube, ich brauche hier nochmal einen Gastarbeiter. Also wir haben jetzt 200 eingenommen und haben nur 432. Waren wir echt so weit down, ja? Naja, gut. So, da sind auch schon wieder 2 neue Eier. Also wir haben dann gleich wieder unsere 6. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Oh ja, sehr gut. Bäume sind gefällt und wir machen gleich die Baumstümpfe weg. Ah, kiek mal, was wir da gleich haben. Neue Hühnchen. So, Baumstümpfe. Oh, da war noch einer. Nee. 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 Nee, okay. Und das Dach wird ersetzt. Sehr gut. Haben wir eigentlich jemanden, der primär transportiert? Nein. Landwirtschaft macht Sarah. Wo ist er denn? Hier. Wie kann man jetzt sagen, Sarah und Charles, bitte werdet ein Paar. Also ich meine, die sind noch jahrzehntelang erwachsen, alles gut. Aber wie kann man denn denen, oder wie passiert es denn, dass die beiden zueinander finden? Wie gesagt, strengstens Inzucht, aber gut, ist ja bei Kralle und Lilly jetzt auch nicht anders. Also die zeugen ja mittlerweile dann ihr 4. Kind. Auch voll im Inzestbereich. Gold habe ich übrigens schon gesammelt. Ja, da. Essen 8 Tage. Wo sind wir denn eigentlich? Im Sommer, Tag 3. Warum wird denn das hier eigentlich nicht gebaut? Felswand. Ah ja, guck mal. Was machst du denn jetzt? Holz. Für? Für? Bretter, okay. Oh, die sind so ineffizient. Das ist wirklich traurig, dass sie wirklich so ineffizient sind. Scheiße, ist schon wieder Kacke. Ja, müssen wir hier dann auch mal wegschaffeln. Leichenlagerzone, ja. Warte mal, Leichenlagerzone ist ja auch Quatsch. Eine Abfallzone brauche ich. Oder eine Müllkippe, besser gesagt. Ja, warte mal, dann reißen wir mal das ab. Und machen eine Müllkippe. Ah, perfekt. Gerade noch so richtig. So, da geht's voran. Was haben wir noch an Aufgaben? Alter, 324 sind sogar noch mehr geworden über die Tage. Hafer, sehr gut. Ja, wie gesagt, hier unten das Haferfeld. Warte mal, können wir das hier nochmal ersetzen? Durch eventuell Lachs. So, dann machen wir hier ein Flachsfeld. Ich weiß gar nicht, ob wir hier Hafer schon rauskriegen, aber ich glaube eher nicht. Nee. Aber dann können wir hier hoffentlich die Landwirtschaft endlich mal abschließen. Ich
weiß nicht, aber Flachs haben wir noch? Flachs? Nee, wenn dann hier? Ja, Flachs und Heu haben wir noch genug. 13. Arbeitssuchend, reisender Händler. Spawn Chance. Boah. Ganz krasses Wort. Spawn Chance. Ah, wo ist denn die Milch überhaupt? Also wir können ja einfach mal aus Spaß Butter machen. Ich dachte, ich weiß nicht, ob wir Milch haben. Ich weiß auch nicht, wie viel Milch hier so eine Kuh produziert. Was ist das hier eigentlich? Dummkorb. Mann, hier liegt da so viel Scheiße rum. So, die... Ach, wunderbar, die Nachttöpfe funktionieren wieder. Ah, okay, hier ist gar nichts. Ja, hier könnte ich mal vielleicht Strip Mining einmal so ein bisschen durchmachen. So, ansonsten Heu und Stroh. Also. Wo sind hier meine Partnerin? Lilly? Wo kommst du denn her? Aha. Okay. Reden wir nicht drüber. Mann, Alter, das Haus geht einfach... Ich schaffe heute überhaupt gar nichts in dieser Folge. Also, ich meine, gut, das Feld geht langsam voran. Du bist hungrig, oder was? Verbrauch 6 von 10, ja. Wo schläfst du? Achso, okay, der war wahrscheinlich nochmal kurz trinken. Was sagen denn unsere Tiere? Wir haben jetzt Küken. Ja. Ach nee, ein männliches Küken muss noch weg und muss durch ein weibliches ersetzt werden. Denn hier stimmt doch auch gar nichts. Weiblich, weiblich, männlich. Männlich? Die beiden männlichen müssen weg. Und das weibliche können wir behalten. Ja, können wir überlegen, schlachten und oder verkaufen. Gut, Vorräte für Essen haben wir noch 5. So, hier ist mal wieder Geschwindigkeit hoch. Ja, komm, Essen ist okay. Wie sieht denn hier eigentlich Fischfang aus? 14. Ich sollte das mit dem Fisch vielleicht nicht übertreiben. Warte mal, wir machen es mal anders. Wir fangen mal 3 Fische und dann kommt ein neuer Tag. Was kriege ich denn aus einem Fisch? Gut, wir beobachten. Also 14%. Vielleicht machen wir auch nur 2 Fischer. So. Hafer. Ja, Hafer kaufen wir. Wie gesagt, die beiden männlichen können weg. Dungbeutel. Nee, das behalte ich. Hier liegt übrigens immer noch das Eisenerz rum, ne? Oh, Kirstane. 46 am Tag, herkommen. Und Kirstane, die werde ich mal kurz umstellen. Du transportierst bitte nur. Das ist halt die absolute Assi-Aufgabe, aber ich habe 119 offene Transportaufgaben. Ja, sorry, musste machen. Kaufst du eigentlich Steine? Oh, mit 2 Händler? Ja. Beeren. Für was? Für 5, ja komm. Ist ja geschenkt. So, die Klamotten müssen wir auch irgendwann waschen. Ey, ich muss dieses beschissene Haus fertig bauen. Aber wir haben mittlerweile so viele Aufgaben. Es mangelt auch einfach an allem. Oh, guck mal, hier ist übrigens die Wolle. Kann man die mal bitte vorrangig transportieren? Ich habe keine Ahnung, wo die hin muss.
Aber auf jeden Fall nicht hier. Kann die Wolle nicht hier rein? So, kann man jetzt bitte mal die Wolle? Danke. Hauptsache, sie ist nicht im Wasser. Also draußen meine ich, nicht im Wasser. Und wie fahren wir 50? Achso, ja, übrigens können wir auch mal alles sperren, außer Wolle. Was, mir fehlen Säcke? Flachsamen fehlen mir auch. Gut, okay, Flachsamen produzieren wir aber. Sehr gut, das Haferfeld ist auch fertig. Da muss halt nur extrem viel Scheiße rauf. Also, tatsächlich, ne? So, da fehlen Ziegel, ein Sack fehlt. Für was brauche ich denn einen Sack? Für Mehl oder Düngemittel? Naja, Brote, na doch, ein paar Brote produzieren wir sogar noch. Alter, hier liegt so viel Mist rum. Habe ich eigentlich eine Lehmgrube? Ja. Jetzt mal auf, dann machen wir mal hier bitte. 500. Jetzt fehlt Holzkohle, jetzt brennt's. Okay, können wir bitte löschen? Ist automatisch gelöscht worden, sehr gut. So, stopp. Neues Huhn. Nochmal männlich. Weiblich, weiblich, männlich, männlich. Weiblich, ja, dann gehst du wieder auch weg. Ja. Der Bulle gehört mir, ne? Ja. Ist das ein Bulle? Nee, weibliche Kuh. Ein Bulle produziert, glaube ich, auch keine Milch. Also würde mich stark wundern. So, 236 Aufgaben noch. Schön. Ah, gib mal. Transport auch nur noch 92. Gib mal, das wird sogar automatisch pausiert. Schön. Sehr nett. So, können wir noch irgendwas machen? Aber diese Kackbären. Düngen mal bitte hier die Bären. Also die kommen ja überhaupt nicht aus dem Knick. So, jetzt liegen hier auch noch ein paar Säcke rum. Sehr gut, wir haben keine Mangelware von irgendwas. Und wir machen sogar noch Teig. Schön. Jetzt muss hier auch schon wieder gedüngt werden. Also, düngen ist ja wirklich krass. Also, man muss halt auch schon ab 50% düngen. Das finde ich irgendwie auch ein bisschen übertrieben. Ist ernsthaft hier alles voll? Oh, krass. Okay, wir haben 5000 Heu. Was sind das hier? Getrocknete Flachshalme. Alter, wir haben einfach 2300 Stroh. Oh Gott. Okay, also damit überleben wir jeden Winter. Wobei Stroh ja auch unwichtig geworden ist. Achso, guck mal, hier können wir übrigens noch Häuser ersetzen. Häuser. Betten. Ach man, ich würde gern, dass das hier schnell fertig gebaut ist, weil ich würde meine Wohnung gern ausbauen. So, Lilly, wie lange noch schwanger? Ja, ein bisschen noch. So, was ist mit euch beiden? Vergnügt, riesiges Zimmer. Sagt ihr das auch? Großes Zimmer. Privates Zimmer. Satt, gutes Gespräch, heiter, alter. Okay. Vergnügt, gemütliches Bett. Also Stimmung ist bombastisch.
XP-Multiplikator? Ja, gut, okay. Ob das wichtig wird? I don't know. Wer ist unser Bauarbeiter? Isabel, warum baust du nicht? Wo ist denn Isabel? Warum kocht sie? Ey, sorry. Können wir bitte mal jetzt hier dieses gesamte Haus priorisiert bauen? So, jetzt mangelt es an Holz, aber an Holz, an Lehm, aber das ist okay. Hauptsache, wir bauen dieses beschissene Haus endlich fertig. Ja, es wird jetzt an ganz, ganz vielen Sachen mangeln. Alles gut. Aber Hauptsache, die Außenfassade steht, weil dann kann ich nämlich schon mal die ganzen Sachen setzen. Und gucken, ob das auch so hinkommt. Guck mal, ich den Mulchboden? Wo ist er denn? So. Jetzt müsste ich eigentlich alles priorisiert haben. Sehr schön. Komm hier, das gibt's auch nochmal oben drauf. Geld wurde wieder abgezogen. Für Christiane. Okay, wer warst du denn? Keine Ahnung. So, Lehm klopfen, auch wichtig. Müsste man eigentlich priorisiert machen. Das hier, diese Flachsrotte. Ja. So, also. Dieses wunderschöne Schlachtbänkchen kommt hier oben hin. Das Trockengestell dorthin. Das Fellregal. Dahin. Die Wolle. Packen wir mal dahin. Dann bauen wir die Kleidung hier. Die Schneiderwerkbank. Die passt hier hin. Die Flachsverarbeitung. Die Volva-Station. Da. So. Oh, ich muss den Mulch auch unter die Wand bauen. Okay. Okay, das schließt nicht mit der Wand ab. Das ist ja ärgerlich. Also ich bin mir tatsächlich auch unsicher, ob Mulch so das Beste ist, aber naja, egal. Haben wir denn noch Mulch? Halt hier. Ja, mehr als genug. Gut, dann war es das erstmal für heute. Und wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge Clanvolk. Dann wird hoffentlich hier unsere Schneiderei fertig sein. Das Dach ist bald fertig, da fehlen nur noch 5 Stück. Ja, Bretter fehlen halt gerade extrem, aber Holz haben wir auf jeden Fall noch. Und wir werden unsere Wohnabteilung erweitern. Um ein zweites Zimmer für unsere ältere Bevölkerung, Murdo und Isabel, solange wie Charles und Sarah noch kein Pärchen sind. Wie gesagt, ich hoffe, das passiert irgendwann. Aber ganz so sicher bin ich mir tatsächlich nicht. Oder ob ich vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, eine Kirche oder sowas bauen muss. Mal schauen. Gut, bis morgen. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ende.